Mobilität, ob zu Fuß oder auf Rädern, ist ein qualitativ wertvolles Gut aller Menschen. Um diese in Zwickau demnächst zu verbessern, gab es vom sächsischen Staatsministerium des Inneren zwei Fördermittelbescheide. Damit werden Stadtentwicklungsprojekte unterstützt, die sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer eine Verbesserung nach sich ziehen. Betroffen davon ist unter anderem das Areal rund um den Schwanenteich, wo auch die Übergabe erfolgte. Das Radwegenetz der Muldestadt ist ausbaufähig. Insbesondere der citynahe Bereich ist davon betroffen. Auch so mancher Ampelübergang ist nicht behindertengerecht. In diesem Zusammenhang fördert der Freistaat Sachsen den Bau eines Radwegs am Schwanenteichpark und die Blindensignalisierung an drei Ampelanlagen. Ja, das sind die drei Lichtsignalanlagen. Das ist oben Reichenbacher Straße am Bahnhof, die Kreuzung Mockerbar und die Kreuzung hinter uns am Schwanenteich Dr. Friedrichsring. Es sind ja zwei Bescheide heute übergeben worden. Einmal der Radweg von der Mockerbar Richtung Saarstraße. Und die Querung der Radwegeverbindung über die Lichtsignalanlagen hängt natürlich auch dann damit zusammen. Das heißt, auch für die Fußgänger und Radfahrer ist es dann auch eine Erleichterung, die Humboldtstraße als vierspurige Straße zu queren. Also sind zwei getrennte Objekte, aber hängen schon miteinander zusammen, weil auch Radfahrer, Fußgänger dann die Querung nutzen können. Damit entspricht die Stadt den vorgegebenen Richtlinien für Lichtsignalanlagen und der betreffenden DIN für blinde und sehbehinderte Menschen. Insgesamt gingen heute mehr als 483.000 Euro zunächst ans Stadtplanungsamt, das die Gelder entsprechend der auszuführenden Arbeiten weiterleiten wird. Innenstaatssekretär Prof. Dr. Günther Schneider betonte bei der Übergabe der Fördermittel an die Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis, dass diese Gelder zielgerichtet der integrierten Stadtentwicklung dienen, benachteiligte Bereiche schöner, liebens- und vor allem lebenswerter zu gestalten. Es geht hier um die Vermittlung von Natur zu Menschen. Wir sind ja hier direkt mitten in der Stadt. Und wenn die Menschen ein paar Meter, sagen wir mal, vom Rathaus weggehen, hier in diesen Bereich hinein, sind sie inmitten der Natur. Und das ist das ganz Besondere an diesem Vorhaben. Jede Stadt hat ihre eigene Identität, ihre eigene Kultur. Und es geht darum, dann die denkmalpflegerische oder städtebauliche Authentizität zu wahren. Und man muss dann sehen, das ist Sache der Menschen vor Ort, der Stadträte, der Gemeinderäte, aber auch der Menschen insgesamt zu bestimmen, wo wollen Sie Ihren Schwerpunkt setzen. Und wir wollen das gerne mit unserem Haus begleiten. Hier ist es der gesamte Bereich Schwanenteich. Und ich finde, das Geld ist hier wirklich hervorragend angelegt. Ein Teil des Geldes stammt zudem aus dem EFRE-Programm, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. OB Findeis sagte dazu ganz klar: Ja, wir brauchen die EU, weil wir in den letzten Jahren sehr viel davon profitiert haben und hoffen, dass wir auch weiterhin dort mit Berücksichtigung finden werden, wenn wir auch wissen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern und wahrscheinlich für uns sich nicht mehr so gut darstellen werden. Aber wir müssen natürlich auch erkennen, es hat sich viel getan. Wir gehören jetzt zu denjenigen, die nicht mehr so viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber wir sind froh, dass wir sie noch haben. Danke. Umso erfreulicher ist es zu werten, dass die grüne Lunge in Zwickaus Zentrum an Mobilitätsqualität in den kommenden Jahren gewinnen wird.